Okay, so, jetzt sollen wir Weasel im Auge behalten. Verstehe. Hm, warte mal, der hat doch noch was gehabt. Weasel ist auf der Suche nach ein paar Krautpaketen. Kraut, hä? Na, das hört sich doch gut an. Diese Pakete sind genau der Beweis, den ich brauche. Ja, aber die kriegst du nicht, Freundchen. Hallo, Toni. Hallo. Psst, mach nicht so ein Aufsehen. Sonst werden wir beide noch verhaftet. Was ist denn los? Psst, nicht so laut, Mann. Die weiße Wache da hinten wird schon aufmerksam. Wenn Hernandez mitkriegt, dass ich das Haus des alten Don beobachte, kriegt er mit Sicherheit das große Flattern. Ja und? Du bist im Auftrag des Don unterwegs? Du kannst Fragen stellen, Mann. Ja, ich habe einen Auftrag von Esteban und er wird äußerst ungehalten, wenn ich nicht tue, was er sagt. Wie du siehst, könnte ich Hilfe gebrauchen. Ja. Die Weißen machen dir ganz schön zu schaffen, was? Ja, Mann. Hernandez, der Mistkerl, hat es sich da am Eingang so richtig schön gemütlich gemacht. Es scheint so, als würde er den Rest seines Lebens da als Wachposten verbringen wollen. Verdammt. Und ich sitze hier draußen bei Wind und Wetter wie so ein Arsch. Tja, jeder kriegt halt das, was er verdient. Was genau ist dein Auftrag? Im Haus befindet sich ein altes Familienerbstück des Don. Es ist ein goldenes Amulett. Wenn es die Weißen in die Finger bekommen, bin ich geliefert. Jeden Krümel Gold bringen die Weißen in die Vulkanfestung. Esteban wird mich umbringen, wenn das Amulett dahin gebracht wird. Tja, dann hol das doch mal. Genau, erzähl doch mal ein bisschen. Erzähl mir mal ein bisschen über das alte Haus des Don. Es ist der riesige Bau da drüben. Die Weißen sind den ganzen Tag im Haus. Ich habe sie es selten verlassen sehen. Wenn man da einbrechen wollte, müsste man das schon nachts machen. Dann schlafen einige von ihnen. So, du willst die Weißen bestehlen? Ja, das ist ja jetzt nichts Neues, ne? Du willst die Weißen bestehlen? Was heißt hier bestehlen, Mann? Wer hat sich denn fett in die Stadt gesetzt und macht hier schlechte Luft, hä? Das Haus und alles, was darin ist, gehört Don Esteban. Ich soll ihm zurückbringen, was ihm sowieso schon gehört. Mhm. Wo genau soll das Amulett sein? Esteban sagte was von einem geheimen Raum, den man angeblich über einen versteckten Schalter hinter einem Bild öffnen kann. Aber ich frag mich, wie man diesen Raum in dem riesigen Haus finden will, während die Weißen da herumschwirren. Tja, brauchst du meine Hilfe, was? Ich werde dir das Erbstück beschaffen. Gute Idee, Mann. Hol mir das Ding, aber mach keinen Scheiß damit. Esteban wird mich töten, wenn es Hernandez in die Hände fällt. Na ja, gut, also, das wäre jetzt ja nicht mein Bier. So. Ja gut, dann ich höre mich noch mal ein bisschen weiter um, werde mit ein paar anderen Leuten schnacken hier. Schmiedeknecht, hallo. Ah, genau. Hey, es gibt Arbeit. Was? Alvaro hat Arbeit für dich. Der Alte schickt dich? Was will er denn? Es gibt einiges zu schleifen. Ach so, na dann. Ja, ist doch super, Mann. Geh hin und arbeite für deine Kohle. Die Wache will wohl nichts tun. Da darf ich hin? Ich darf da hin? Oh. Na dann, dann nehme ich das mal alles mit. Ich bin da gar nicht so. Ich raub jetzt nur noch den ganzen Laden aus, die ganze Stadt, wenn die Jungs da nicht drauf achten. Das ist ja echt ein Ding. Geht doch. Da guckt echt keiner drauf. Hammer. Ist ja geil. Sonst laufen die einem wenigstens noch hinterher, aber jetzt gerade? Also gar nicht. Ist ja geil. Was bist du so? Auch eine Wache einfach nur. Finde ich ja geil, dass ich einfach hier rumlaufen darf. Hey, du. Ach, wie geil. Es gibt Arbeit für gefunden. Dich. Hä? Alvaro braucht jemanden, der Holz hackt. Oh, na gut. Dann werde ich gleich mal loslegen. Das sah jetzt zielgerichtet aus, war es aber gar nicht. Das war einfach purer Zufall, dass ich den Typen gerade gefunden habe. Wie geil, Mann. Sägeblock. Ach, hier unten ist er ja auch schon. Der Gute. Das heißt, ich kann jetzt mit Walter sprechen. Ja, genau. Gute Nachrichten. Tatsächlich? Alvaro sagt, du kannst ein paar Tage frei machen. Wirklich? Hört sich so gar nicht nach ihm an. Er will nur, dass du den Klingenstab für Marcello fertig machst. Oh, das ist gut. Den Stab habe ich fertig. Der liegt längst im Keller. Tja, dann danke für deine Hilfe. Wenn du mal was brauchst. Ich komm drauf zurück. Hey Mann, danke für die Pause. Eine Hand wäscht die andere.
Ich brauche deine Hilfe. Ich weiß gar nicht wofür, aber ja. Ich brauche deine Hilfe. Worum geht's? Sehr geil. Den Klingenstab für Marcello? Können wir versuchen. Um den Klingenstab für Marcello. Ich habe ihn geschmiedet. Was hat es damit auf sich? Alvaro will sich mit diesem Geschenk beim Orden einen wichtigen Freund machen. Mit Geschenken macht man sich aber keine Freunde, Leute. Das müsstet ihr doch wissen. Der Klingenstab wird bestimmt gut bewacht. Naja, sollte man eigentlich meinen. Aber... Das Kellerschloss ist alt und rostig. Es lässt sich mit einem Stück Draht aufbrechen. Und den Schlüssel für die Truhe trägt Alvaro am Gürtel. Ich würde mir über was anderes Sorgen machen. Also, worüber würdest du dir Sorgen machen? Über Alvaro selbst. Nachts schleicht er manchmal durchs Haus. Wenn er jemanden erwischt, kriegt derjenige ganz schön Ärger. Was würdest du jemandem empfehlen, der in den Keller will? Er sollte möglichst leise sein und falls Alvaro wach wird, so lange warten, bis der woanders ist. Oh, okay. Kannst du mir was beibringen? Wenn du die nötige Erfahrung und eisernen Willen mitbringst, zeige ich dir die Schmiedekunst. Eigentlich ist Schmieden gar nicht schlecht zu lernen. Ich habe das, glaube ich, als ich das damals gespielt habe, vor x Jahren auch gemacht. Was kannst du mir beibringen? Das ist allerdings erst eine Sache, die ich wirklich erst später lernen möchte. Nicht das mal ganz davon ab, dass ich sowieso gerade auch keine Fähigkeitenpunkte mehr habe. Ich habe jetzt ja irgendwie letztes Mal, was habe ich noch gelernt? Alchemie habe ich gelernt, 2, genau. Und das ist auch echt wichtig, dass man sich selber Tränke brauen kann. Finde ich jedenfalls. So, warte mal, ich wollte hier gar nicht lang. Ich mache das später mit dem Klingenstab. Habe ich den Schlüssel sogar schon? Ich habe ihn doch vorhin auch beklaut, ne, den guten. Ist auch geil, eine Weinkellerschlüssel. Der Schlüssel zum Glück, finde ich auch sehr schön. Truhenschlüssel. Aha. Jacks Truhe. Nee, offensichtlich habe ich den Schlüssel noch nicht. Aber wir haben ihn doch vorhin auch beklaut. Letztes Mal. Also vorhin nicht, aber letztes Mal bei der letzten Aufnahme. Mir war doch so, als wenn wir ihn auch beklaut hätten schon. Was ist los? Weiß auch nicht. Wollte mich mal ein bisschen umsehen hier. Mir war so, aber vielleicht irre ich mich auch einfach. Geht's denn hier lang? Das ist alles verwirrend hier. So viele Gänge. Wer macht denn sowas? Okay, der Schmiedeknecht, der soll mal zur Arbeit gehen. Was dauert denn das so lang? So, und das ist der lange Gang, der zum Schmied auch wieder führt. Okay. Okay. Marcello. Dann haben wir hier einen Ordenskrieger, keine Stadtwache. Dann sind wir noch gar nicht ganz oben, ne? Dann bist du nochmal? Eine Bürgerin. Bürgerin, hallo. So, vielleicht können wir ihn ja doch nochmal beklauen. Die Knechte arbeiten. Ausgezeichnet. Weißt du was? Weil du dich so für Walter eingesetzt hast, darfst du den Rest des Goldes behalten. Wie überaus großzügig. Was erwartest du? Ich bin Geschäftsmann. Wenn du betteln willst, geh in die Gosse. Zu Meister Belschur. Naja, ist ja egal. Zeig so mal, was du hast. Ja, ist natürlich echt geil, was er an Waffen schon hat. Das hatte ich ja letztes Mal auch gesagt hier. So ein Kampfstab oder sowas wäre natürlich gar nicht verkehrt. Weil momentan die Waffe, die wir haben, das ist echt ein Witz. Also die Schaden 16, da hacken wir zum Teil wirklich ewig auf die Leute ein. Wir können natürlich noch den Hammer, den Vorschlaghammer auch verwenden, aber das können wir halt auch noch so gar nicht irgendwie. Den Klingenstab würde ich gern verwenden, aber Stärke 45, das dauert noch ein wenig. Also ein wenig lange auch. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich echt einfach noch leveln. So, ich warte mal, bis er oben ist. So, das hat er nicht mitbekommen, das ist gut. Die Kiste haben wir doch schon gelernt, oder? Gelehrt, oder? Gelernt. Ja, also, wir haben gelehrt, wie man eine Kiste leert. So, warte mal, im Keller.
Mit den Bockmist. Im Keller waren wir ja auch Suchst schon. Suchst du was? Wer, ich? Nein. Das Alvarus-Truhe? Aber der Klingenstab ist gar nicht hier. Waren wir zu früh hier? Nee, kann nicht sein. Was suchst du? Nichts. Was willst du hier? Ja, gar nichts. Was suchst du hier? Nichts. Immer noch nicht. Benimm dich hier. Ja, ist ja gut. Ach, warte mal, das ist ja doch sogar... Walter, der Schmied hat diesen Stab... Ich bin auch so ein Trottel, ne? Das ist natürlich der Klingenstab für Marcello. Dann haben wir den schon. Ach, Herr Jemine, ich bin ein Trottel. Wir haben den schon die ganze Zeit. Oh Mann, ey. Okay, gut. Tja. Das wird dann wohl nichts mit dem Klingenstab. Jetzt bin ich am Überlegen, wollen wir nochmal vorher... wir könnten mit ihm nochmal... bist du nochmal? Wieso? Genau, das ist die Quest, wo wir Dinge verfolgen sollen. Das machen wir jetzt mal. Wir haben mit Meister Belschwur noch nicht gesprochen, aber das machen wir später dann. Ich bin bereit, Gary zu verfolgen. Gut. Gary geht jetzt los. Lass ihn. Gib ihm ein wenig Vorsprung. Dann folge ihm. Aber mit genügend Abstand. Aber verlieh ihn nicht aus den Augen. Wenn irgendwas schief geht, kommst du wieder zurück. Pass auf, ich rüste mal den hier aus. So, da läuft ja der Gute. Ja, wir müssen den Typen halt verfolgen, müssen irgendwas über seine krummen Geschäfte herausfinden. Und ich glaube, dass wir am Ende irgendwie zwei Leute verhauen mussten. Da sitzt noch Leon. Wie hieß er nochmal? Eriksson, genau. Eriksson. Na, Süßer, wie wär's mit uns beiden? Ich biete dir Stunden der Lust, die du nie vergessen wirst. Oh. Jetzt nicht. Komm schon. Welchen Teil? Ist ja schon gut. Meine Herren, was ist denn das für ein Olle? Die Weiber, ey. Ist ja schlimmer als in Hamburg auf der Reeperbahn. Wobei, es gibt eigentlich kaum was Schlimmeres als das. Das ist echt übel. Übel, sage ich dir. Genau so sind die nämlich drauf. Nicht locker lassen. Auf gar keinen Fall locker lassen. Bloß immer weiter und weiter nerven, ey. Welchen Teil von... Ich habe keinen Bock, hast du nicht verstanden. So, ich hoffe, wir kriegen jetzt nicht auf die Omme. So, und da ist er auch schon. Oh, es sind sogar drei. Nicht im Ernst, oder? Ich muss jetzt nicht wirklich drei Leute platt machen. Hallo. Oh Mist. Was willst du hier? Bist du mir etwa gefolgt? Niemals. Das war nicht besonders schwierig. Hey, Penner. Schön, du hast deinen Spaß mit Gary gehabt, aber jetzt hast du genug gespielt. Jetzt ist es Zeit für dich zu verschwinden. Vergiss es. Du rückst jetzt die Pakete raus. Hey! Du bist gerade im Begriff, einen großen Fehler zu machen. Ja? Das glaube ich nicht. Dann lässt du mir keine andere Wahl. Gary, jetzt kannst du was gut machen. Wir werden diesen Mistkerl das Maul stopfen. Für immer. Der muss ich erstmal besaufen. Zeit für eine kleine Lektion. Weiter! Jetzt mach doch was! So, das ist der erste. Ja! Ah, der muss der schon ein bisschen schwieriger hier. Weiter! Ja! Oh, der ist schon ein bisschen schwieriger. Was soll das denn schon wieder?
Was soll das? Boah, alter Vater. Da muss ich ja ewig drauf einhacken. Und hinterher ist das Gezeter groß. Was soll das? Hör auf! Aua! Verfluchte Axt, ey. Okay, Cutter ist tatsächlich einer. Das? Bei dem muss man ein bisschen aufpassen, offensichtlich. Okay. Hör auf! Das bringt doch nichts! Okay, gut, das zieht wenigstens ein bisschen was ab. Und hinterher ist das Gezeter groß. Tja! Was soll das? Fuck, ey. Wenn man auch nur jedes Mal jedes dritte Mal trifft, ist natürlich extrem langwierig wieder. Das heißt, diese Kämpfe, die brauchen halt einfach echt super lange hier. Hör auf! Und dann immer dieses Gelaber dabei. Hör auf, das bringt doch nichts. Doch, mir bringt das eine ganze Menge. Aua, aua. Und hinterher ist das Gezeter groß. Muss man, glaube ich, ganz kurz weg. Der 5 ist das, ne? Hör auf! So, sehr gut. Das bringt doch nichts. Das ist ja nur Ärger. Naja, gut, komm. Wir schaffen das. Das dauert nur ein Weilchen. Und hinterher ist das Gezeter groß. Na komm. Das bringt doch nicht. Ja, das bringt doch nichts. Der macht das schon gar nicht schlecht. Aber das machen sie alle. Also die haben im Grunde alle denselben Kampfstil. Es gibt keine individuellen Kampfstile hier. Du kannst echt nur versuchen, um ihn herumzutänzeln. Eigentlich immer das, was ich jetzt schon mache. Nehmen wir ihn quasi von der Seite zu erwischen. Wir brauchen auf jeden Fall, müssen wir lernen, diesen Seitenhieb. Ich meine, so geht es jetzt schon. Ne? Das ist jetzt nicht allzu schwierig, aber sobald man weiß, wie man den Gegner halt erwischen kann, geht es. Das ist bei den Viechern dann schon deutlich schwieriger. Ey, gut, dass ich diesen Hammer ausgewählt habe. Der macht wenigstens einen ordentlichen Bums und nicht wie die ganzen anderen Waffen. Weiter! Ich habe zwar irgendwie diesen Konterangriff gelernt. Jetzt mach doch was! Aber so wirklich, wirklich dolle ist das alles nicht. Los doch! Ja, wir erwischen ihn schon. Ich weiß auch nicht, ob wir den umlegen dürfen. Jetzt mach doch was! Ich glaube, umlegen dürfen wir ihn trotzdem ja! nicht. Läuft doch. Hör auf! Das bringt doch nichts. Hinterher ist das Gezeter groß. Genau, das Gezeter ist groß. So, Entschuldigung, ich muss mich mal ganz kurz... Hör auf! Ich musste ganz kurz niesen hier, sonst... Wäre ich gleich explodiert. Das wäre auch voll scheiße. Komm, gleich hammern. Das bringt doch nicht. Hey. Das bringt doch nicht. Bloß niemals von der Standard-Kampfweise abweichen, ey. Das gibt nur Ärger. Oh, Mann, jetzt weich doch nicht aus, du Ficker. Gibt's doch wohl nicht. Hör auf! Tja! Das bringt doch nichts. Hör auf! Echt sehr geil, ey. Bäm. Ja! Ja, gleich hammern. Nur Ärger. Ja! Nachher ist das Gezeter groß. So, ich glaube, eins oder zwei Schläge brauche ich noch. Und dann liegt der auch, der Gute. Tja! Was soll das? Ja! Nichts. Und das war's.
Das nehme ich mal mit. Das nehme ich auch mit. So, ich glaube, umlegen sollten wir den nicht. Das gibt nur Probleme. Hieß es, glaube ich. So. Ich will jetzt die Wahrheit hören. Carter ist schuld. Er wollte, dass ich etwas von dem Kraut zur Seite schaffe und an ihn verkaufe. Was hast du dafür gekriegt? Fleisch und etwas Gold. Aber das war nicht viel und ich habe auch nichts mehr. Bitte sag's nicht Carlos. Ich will nicht in die Vulkanfestung. Ich werd's auch nie wieder tun. Hau schon ab. Oh, danke. Solche wie dich können sie da eh nicht gebrauchen. So eine schwachen Mütter. So. Dann haben wir das wenigstens geschafft. Über alte Geschäfte. Uhu, Erfahrung 10. Sehr gut. Mit Carter müssen wir natürlich auch nochmal sprechen. Oh, hier gibt's gar nichts. Was? Das ist ja jetzt. Das ist ja blöd. Hm, ach so, hier oben ist er wahrscheinlich, ne? Der Bellschwur. Auch nicht? Oh, doch. Gut, dann nehmen wir mal die Kiste mit. Den Inhalt, wo er. So. Kriegt da keiner mit. Das merkt ja niemand hier. So, zack. Ist auch alles meins. Ich glaube, für Meister Bellschwur mussten wir auch noch Quests später machen. Flavio, das ist doch der Fellhändler. Das ist gar nicht Meister Bellschwur. Hallo. Was ist denn? Hallo. Ich bin der Händler Flavio. Hey, ich. Du bist bestimmt auf der Suche nach Arbeit. Stimmt, ich ja. Kann dir keine geben, also probier es woanders. Ja, okay. Womit handelst du? Mit Jagdtrophäen. Felle, Klauen und Zähne sind mein Geschäft. Ich zahle für gute Beute und versorge dich mit neuen Pfeilen. Aha, okay. Du hast keine Arbeit mehr anzubieten? Seit die Stadttore geschlossen sind, kommen meine Jäger nicht mehr raus. Also gibt es keine Jagd mehr. Keine Jagd, keine Beute, kein Gold. So sieht's aus. Hm. Wir müssen halt alle den Gürtel enger schnallen. Tja. Hast du einen Job, der in der Stadt erledigt werden kann? Da ist schon eine Sache. Wir könnten hier alle mal eine Lieferung Fleisch gebrauchen. Soll ich etwa Fleisch verteilen? Nein, darum wird sich Meister Bellschwur kümmern. Du musst das Fleisch aus der Schlachterei besorgen. Ich habe bereits mit Baxter gesprochen, aber er will 10 Felle haben, bevor er das Fleisch rausrückt. Ich soll also die Felle auftreiben. Wenn du das irgendwie schaffst, kriegen wir wenigstens Fleisch. Vielleicht kann ich dir ein bisschen Fell abklauen. Abklauen. Hast du keine Felle? Immerhin handelst du doch damit. Nein, mein Lager ist leer. Die Banditen haben sich zu oft bei mir bedient. Frag mal meine Jungs, Pavel oder Cole. Vielleicht wissen die etwas. Okay. Wo finde ich Baxter? Im Schlachthaus am Hafen. Er organisiert den Handel mit dem Fleisch. Eigentlich ist er ein umgänglicher Typ, aber er nimmt seinen Job sehr genau. Das ist ja auch gut so. Was habe ich davon, wenn ich die Felle auftreibe? Du willst für deine Arbeit bezahlt werden. Klar. Viel habe ich nicht mehr. Ich kann dir nur ein paar Pfeile anbieten. Ich dachte, er sagte, sie kann dir ein paar Felle anbieten. Da hätte ich ihm eine gelangt, ey. So, pass auf. Ich kümmere mich um Baxter und die Felle. Gut, dann besorge 5 Keiler und 5 Wolfsfelle und bring sie Baxter. Keiler sobald du das Fleisch hast, bring es zu Meister Bellschwur, damit er es verteilen kann. Wegen des Einbruchs. Was wurde gestohlen? Meine Felle. Wenn das nicht passiert wäre, hätte ich mein Geschäft abwickeln können. Verflucht. Ich hätte auf meinen Vater hören und zur See fahren sollen. Das wäre jetzt auch nicht besser. Das hätte mir eine Menge Ärger erspart. Das glaubst du. Das ist immer so lustig, ne? Wenn Leute sagen, hätte ich mal das gemacht, dann wäre es mir besser ergangen. Keine Ahnung, wie soll man sagen, in den blauen Dunst reinraterei, aber so, ja, dann wäre es mir besser ergangen. So Quatsch irgendwie. Dann wäre vielleicht was ganz anderes passiert, du Nappel. Wer war am Tag des Einbruchs bei dir? Nur die üblichen nervigen Tagelöhner, die mir ihre Waren andrehen wollten. Dabei habe ich kaum noch Gold übrig. Wer war hier? Pavel war den ganzen Tag hier. Immerhin arbeitet er für mich. Und Vasili wollte mir Bier aus der Kneipe andrehen. Und dann war da noch Doyle. Er wollte Fisch verkaufen, aber ich habe ihn weggeschickt. Das waren alle. Mhm. Ich brauche ein paar Sachen. So, was hat er denn anzubieten? Nicht wirklich was Tolles.
Sowas brauchen wir später auch noch. Aber jetzt momentan können wir das eh noch nicht. Kurzbogen. Was haben wir denn für einen Bogen aktuell eigentlich? Haben wir auch einen Kurzbogen? Okay. Mhm. Eine Holzfällerachs. Ah, okay. Wir behalten die mal. Gut. Warte mal. Ich hab doch da gesehen. Ich hab doch noch einen. Nee, ich dachte, das wäre ein Goldring. Das ist Nikos Ring. Okay. Gut, den Rest behalten wir. Wir haben Wolfsfälle hätten wir sogar, aber wir bräuchten noch ein paar Keilerfälle. Ich glaube, wir finden die hier auch irgendwo. Bin aber nicht mehr ganz sicher. Ja, warte mal, hier ging es nicht lang. Winze, nehmen wir mal mit. Was soll das? Was willst du hier? Ist ja gut, Digga. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu benehmen hast. Ja, Mann. Was hier? Hi, ich bin Cole. Bist du auch auf der Suche nach einem ruhigen Plätzchen? Weiß nicht. Ein süßes, leckeres Plätzchen hätte ich jetzt lieber. Was ist an diesem Platz so ruhig? Wir sind hier im Schrein der Heiligen Flamme. Einen ruhigeren Ort findest du in der ganzen Stadt nicht. Und? Was machst du hier? Ich bete. Ich bete, dass der ganze Spuk hier bald vorbei ist und ich wieder auf die Jagd gehen kann. Aha, okay. Weißt du, wo ich Felle bekommen kann? Felle? Ich hörte, Baxter lässt eine Lieferung Fleisch bringen, wenn er einen Haufen Felle bekommt. Deshalb bin ich hier. Hast du Felle? Pass auf, ein Fell habe ich noch. Das kannst du kriegen. Und? Wie kann ich mehr Felle auftreiben? Keine Ahnung, vielleicht hat Pavel eine Idee. Pavel? Du bist Jäger? Ja, ein Jäger ohne Bogen. Was ist geschehen? Das Gesetz erlaubt nicht, dass wir jagen. Die Ordenskrieger haben mich in die Stadt geschleppt. Ich hatte wohl noch Glück, dass sie mich nicht in die Vulkanfestung gebracht haben. Da hast du wirklich Glück, ja. Ich habe ihn bei Costa versetzt. Er hat mich eine Woche satt gemacht. Aber jetzt hat nicht mal Flavio mehr Arbeit. Alles, was mir bleibt, ist der Eintopf von Meister Belschwur. Erzähl mir von der Flamme. Ich bin nur ein einfacher Jäger und weiß nicht viel über diese heiligen Dinge. Versuch's einfach. Es ist... Die Flamme beschützt uns. Uns alle. Verstehst du? Sie beschützt die ganze Insel. Sie ist wie ein Lagerfeuer, das dich beschützt, wenn du im Wald bist. Nur diese Flamme ist halt viel größer und mächtiger. Und flammiger. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Ich bin kein Magier. Aber ich weiß, dass die Flamme uns beschützt. Das weißt du, ja? Nee, das glaubst du, mein Freund. Wissen tust du es nicht. Verwechsel diese zwei Dinge nicht. Aber bring mir was bei. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Hier in der Stadt gibt es nichts, was man jagen könnte. Was ist mit Bogenschießen? Das kann ich dir zeigen. Was kannst du mir über die Jagd beibringen? So, also Bogen, Geschick. Aha. Ja. Aber wie gesagt, wir haben jetzt eh gerade nichts. Bei Sir Belschwur sprechen wir gleich. Wie ist der Inquisitor auf die Insel gekommen? Das weiß ich nicht. Ich meine, er war schon mal hier, ist aber dann wieder abgereist. Und jetzt? Keine Ahnung. Plötzlich war er da. Muss ich gerade mal gucken, was ich jetzt mitnehme. Erzähl mal. Erzähl mir mehr über diese Stadt. Hier herrscht große Unruhe. Die Anwesenheit des Inquisitors nehmen viele nicht an. Wenn es dem Inquisitor gelungen wäre, den Don zu ergreifen, sähe es hier bestimmt anders aus. Wieso? Don Esteban und seine Verbrecher haben immer noch großen Einfluss in der Stadt. Tja. Viele Menschen glauben, dass er hier wieder die Kontrolle übernimmt, sobald der Inquisitor weg ist. Die wenigsten wollen sich jetzt mit dem Don anlegen, um später nicht dafür die Rechnung bezahlen zu müssen. Verständlich. Dumm sind sie ja nicht. Möge die heilige Flamme dich erleuchten, mein Sohn. Suchst du einen Platz am warmen Feuer oder nur einen Eintopf gegen den Hunger? Eintopf wäre super. Ein Eintopf wäre nicht schlecht. Hier, nimm, mein Sohn. Möge er dir Kraft geben. Danke. Ich komme aus der Vulkanfestung. Haben meine Brüder dich geschickt, um mir zu helfen? Ich werde bestimmt eine Arbeit für dich finden. Ich soll mich um die Banditen kümmern. Nun, wenn das deine Aufgabe ist, sprichst du am besten mit den Ordenskriegern. Rodriguez, Marcelo, Carrasco und die anderen werden dir schon sagen, was zu tun ist.
Was kann ich für dich tun? Hilf mir, die Leute zu versorgen und sei ihnen ein Anker in der Not. Viele von ihnen haben alles verloren, weißt du? Wenn du mir helfen willst, dann bring ihnen meine Heiltränke, sodass sie wenigstens ihre Wunden heilen können. Ich werde die Heiltränke für dich verteilen. Sehr schön. Ich gebe dir 7 Tränke und eine Liste mit Namen von Bedürftigen hier in der Gosse. Perfekt. Jeder von ihnen soll einen Trank bekommen. Der Rest der Tränke soll Lohn für deine Arbeit sein. Viel Erfolg, mein Sohn. So, 7-mal kleiner Heiltrank, Liste von Meister Belchior, Medizin für alle. Und wir haben bekommen... Was für ein Geräusch war das denn gerade? Okay, also 2 dürfen wir behalten offensichtlich. Elias, Cole, Finn, Josh und Martha. Elias, Cole, Finn, Josh, Martha. Einen haben wir ja schon. Hier, ein Heiltrank für dich. Mit einem Gruß von Belchior. Ah, danke. Der Meister vergisst uns nicht. So, perfekt. Ist ja nicht schlecht. Du hast doch bestimmt noch was vor. Ja, ja. Oh, geil, Mann. Geil, Mann. Die sind alle raus. Die sind alle raus hier. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Scheiße. Okay, das dürfen wir nicht knacken, oder wir können es noch nicht knacken. Erstmal direkt ausgeraubt hier, weil wir so Ärsche sind, aber auch wirklich. Geht gar nicht. Pavel? Hi. Was auch immer es war, ich war es nicht. Doch. Wovon redest du? Ach, schon gut, ich dachte nur... Dachtest was? Dass du einer von den Bürgern bist, die uns Leute von draußen nicht hier haben wollen. Ständig behaupten sie, wir würden klauen. Dabei weiß doch jeder, dass die Banditen des Don für die Diebstähle hier verantwortlich sind. Naja. Du kommst von draußen? Ja, ich bin Jäger. Zumindest war ich einer, bevor der Orden mich hier in die Stadt gesperrt hat. Du klingst ja nicht gerade begeistert. Bin ich auch nicht. Wenn man schon alle Bewohner der Insel in die Stadt bringt, muss man sich auch um sie kümmern. Sollte man meinen. Aber der Orden macht gar nichts. Er hat uns einfach unserem Schicksal überlassen. Eingesperrt halt einfach, ne? Hier gibt's Diebstähle? Oh, das ist ja was ganz Neues. Erzähl mal. Wo kann ich Fälle auftreiben? Ich hab keine und kann auch keine herbeizaubern. Aber einige Bürger haben ihre Häuser mit Fellen ausgelegt, wenn du weißt, was ich meine. Aber das ist doch Diebstahl. Tja, Wölfe und Keiler sind gerade nicht so viele in der Stadt. Eben. Und wenn du keine Felle mitgebracht hast, kannst du höchstens noch bei den Händlern suchen. Oder du probierst es im Schlachthaus. Vielleicht haben die noch was. Du wurdest in einem Haus gesehen, in das eingebrochen wurde. In mehreren. Ich war in mehreren der Häuser, in die eingebrochen wurde. Aber das macht mich noch lange nicht zu einem Dieb. Stimmt. Hm. Na schön. Ist auch so geil. Hier gibt's Diebstähle? Hier gibt's Diebstähle? Und nicht zu knapp. Die klauen alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Flavio haben sie alle Fälle aus dem Lager geräumt. Und das Schlimmste ist, die Banditen kommen auch noch damit durch. Nein, die Stadt ist nichts für mich. Ich bin froh, wenn ich hier endlich wieder verschwinden kann. Hast du einen guten Witz auf Lager? Na klar. 2 Jäger liegen im Wald auf der Lauer. Da taucht der Wolf aus dem Gebüsch auf. Sagt der eine Jäger zum anderen... Den kenne ich schon. Nimm mal die Bogen ab. Also hier ist nichts. So, wir sollen mit den restlichen Leuten sprechen. Das wäre dann hier wahrscheinlich. Cole. Gibt es einen Grund, warum du hier bist? Nö, eigentlich nicht. Cutter, hallo. So, jetzt fang an zu reden. Hey, ich wollte Don Esteban nicht ans Bein pinkeln. Aber genau das hast du getan. Du hast sein Kraut geklaut. Du hast Don Esteban ans Bein gepinkelt. Aber ich hatte nicht vor, das Zeug in der Stadt zu verkaufen. Sondern? Ich wollte es in der Vulkanfestung verkaufen. No. Die Rekruten in der Festung sind doch alles Verbrecher. Das sind doch alles Krautraucher. Das stimmt und allerdings. Weiter? Und die haben doch das Gold aus den Ruinen. Die sind doch alle reich. Verrückt. Jetzt klingelt das Ding hier auch noch.
So, kannst du mich im Kampf unterrichten? So. Wer steckt alles mit drin? Nur ich. Und Bronco. Das weißt du? Bronco hat sich dummerweise mit mir angelegt. Es war alles seine Idee. Bronco wollte, dass ich ihm das Kraut besorge, damit er es in der Festung verkaufen kann. Ja, ja, ja. So klingt das auch. Am Ende sind es immer die anderen. Natürlich. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Dich haben sie wohl zu heiß gewickelt. Nach der Scheiße, die du mit mir abgezogen hast? Vergiss es. So war einer angepisst. Gut, ihr habt das Klingeling gehört. Das war nämlich der Timer. Ich wusste gar nicht, dass der klingelt. Eigentlich sollte er das nicht tun. Egal, so. Folge ist beendet an dieser Stelle. Ich würde sagen, wir machen an der nächsten Folge einfach mal weiter. Verteilen dann das ganze Zeug hier. Warte mal, was nehmen wir nochmal mit? Verteilen das restliche Zeug. Wir müssen auch noch Martha. Martha war nämlich die Frau von dem einen Bauern, der und die gute Frau ist nämlich krank. Die kriegt dann erstmal gleich Medizin. Das machen wir auch noch mal mit hier. Und wir müssen ihr, glaube ich, einen Schlafplatz besorgen. Irgendwie so war das. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und dann sehen wir uns dann. Bis dahin. Ciao.